Also hier solche Wege, gar kein Problem. Und man muss sich um nichts Sorgen machen, weil er hat die Vollgummireifen. Schauen, ob wir hier hochkommen. Ne, das ist dann doch ein bisschen viel. Ich wollte eigentlich oben noch auf dem Fußballplatz langfahren. Darauf müssen wir verzichten. Aber die Federung ist wirklich so gut, dass hier sowas absolut kein Problem darstellt. Also hier bei den Gullideckeln. Ich glaube, da brauchen wir was anderes. Machen wir einmal hier hoch. Und einmal hier runter. Machen wir mal so einen Kram hier. Weil wenn wir schon einen gefederten Scooter haben, dann wollen wir auch ein bisschen was zeigen. Ne? Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrikcommuter. Ich bin Andreas und das ist der Hitway H5, in anderen Ländern auch Evercross genannt. Ja, den Scooter habe ich mir ja selbst gekauft, einfach weil es ein Scooter ist, so von der Art, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, dass der Spaß macht. Und oh ja, ich bin jetzt schon tatsächlich einige Kilometer damit gefahren. Mal gucken, wie der Kilometerstand ist. Ja, der Kilometerstand zeigt 4,5 Kilometer an. Das kann nicht sein. Ich bin den auf jeden Fall schon einmal leer gefahren und das waren über 20 Kilometer. Also da funktioniert nicht alles, aber ansonsten finde ich den wirklich schick. Vollgummireifen mit einer absolut funktionierenden Federung haben wir hier. Ja, ich fahre die kleine Runde und ich würde sagen, dann legen wir direkt mal los. Ja, dann würde ich vorab kurz noch auf eine kleine Besonderheit vom Hitway eingehen wollen. Normalerweise ist die Befestigung zwischen dem Scooter und der Lenkstange immer mittig und hier ist es ein bisschen nach rechts versetzt, also hinten so gesehen. Das ist ein bisschen ungünstig. Das wirkt sich ein bisschen ungünstig auf das Fahrverhalten aus. Die gleiche Art der Aufhängung war auch beim Scootero Extremix ja vorhanden und da war das wirklich fatal. Das hat das Gerät sehr instabil gemacht. Beim Hitway finde ich, dass es geht. Aber ich habe jetzt jemand anders schon damit fahren lassen. Der hatte auf jeden Fall Probleme damit. Und ich muss sagen, die ersten 5 Kilometer, da konnte ich auch nicht ganz gut geradeaus fahren. Aber das hat sich inzwischen auf jeden Fall gegeben. So, dann fahren wir los. Ich kann hier so ein bisschen wippen. Die Federung funktioniert wirklich hervorragend an dem Gerät. Und das ist gut so, denn wir sind mit Vollgummireifen unterwegs. So, ich schaffe es nicht ganz gut, geradeaus zu fahren. Kleine Rechts-Links-Bewegung hat man auf jeden Fall. Man muss hier auf jeden Fall mit dem Körper arbeiten, mit dem Körpergewicht. Und ich bin jetzt gerade einen anderen Scooter gefahren. Jetzt habe ich wieder so eine kleine Eingewöhnungsphase. Das wird jetzt in meinem Fall aber recht schnell behoben sein. Fahrgeräusch, super leise. Den Motor hört man kaum. Ich weiß nicht, ob man mehr das Abrollgeräusch der Reifen hört oder den Motor. Federungskomfort auf jeden Fall vorhanden, auch bei meinen 120 Kilo. Der Scooter hat einige Features, die andere Scooter nicht haben. Höhenverstellbare, klappbare Lenker. Vorne, hinten Vollfederung. Ein schönes Display mit Spannungsanzeige und Schloss. Dann eine Besonderheit, die möchte ich euch gerne zeigen. Ich gebe nicht mehr Gas, denn wir haben hier eine Tempomat-Funktion. Genauso können wir Zero-Start, also Sofort-Start oder Start mit Ankicken einstellen. In dem Auslieferungszustand war auf jeden Fall Zero-Start eingestellt. Das habe ich mir aber umgestellt, weil ich finde Ankicken besser. Da kann ich das Gerät nicht unabsichtlich plötzlich losfahren. Und ich finde den Scooter vor allem vom Preis her sehr interessant. 599 Euro habe ich bezahlt. Das Gerät kostet bei Amazon 699 Euro und dann kann man dann noch so einen Gutschein aktivieren und dann spart man nochmal 100 Euro. Das ist auf jeden Fall ein Hauptargument für diesen Scooter und die super Federung auf jeden Fall. Ja, und die Vollgummireifen, das ist ja eigentlich immer ein Nachteil. Das sehe ich hier überhaupt nicht so. Ich sehe das als Riesenvorteil, denn das sind rundum sorglos Reifen. Da kann ja kein Platten kriegen. Da müsst ihr nicht groß aufpassen, wo ihr fahrt, wie ihr fahrt. Wenn da mal irgendwas im Weg liegt, zack, draufhalten, rüberfahren. Das hat mir auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht. Das
werde ich euch wahrscheinlich jetzt hier auf der Tour nicht zeigen können. Jetzt machen wir dann mal einen Reichweitentest. Ja, ich gebe kein Gas, er fährt trotzdem. Jetzt geht es einen Berg runter, mal gucken, was dann passiert. Der rollt auf jeden Fall frei. Was ich interessant finde, der zeigt nicht mehr als 20 km/h an. Das ist da irgendwie festgepinnt. Und, aber ihr habt es auf dem GPS gesehen, er hat eben 25 km/h geschafft. Ich muss einmal kurz bremsen. Okay, dann geht doch irgendwann. Irgendwann wird er dann langsamer. Aber mehr als 20 zeigt er einfach nicht an. Wir fahren aber, wenn wir jetzt mal aus den Bäumen rauskommen, werdet ihr das sehen, auf jeden Fall 21 km/h und sogar ein bisschen mehr. Also die 21 km/h hält er eigentlich sehr gut. Er pendelt immer so ein bisschen noch darüber hinaus, so 21,3 oder so. Das gefällt mir sehr gut. Die Spannung ist jetzt runtergegangen auf 51 Volt. Bei 48 Volt Geräten, was wir hier haben, ist der Maximalwert so bei 54,5 Volt. Und bis 51 Volt geht es dann recht fix runter und dann wird das Ganze, bleibt das Ganze sehr viel stabiler auf der Spannung. Ja, hier vorne kommt dieser gepflasterte Radweg. Wir haben Vollgummireifen. Aber man merkt es kaum. Das fühlt sich jetzt nicht anders an als bei Luftreifen durch die gute Federung. Die macht hier wirklich einen sehr guten Job. So, jetzt geht es gleich ein bisschen in den Berg hoch. Mal gucken, ob sich das in der Geschwindigkeit bemerkbar macht. Immer noch 21 km/h. Also ich finde, er macht es sehr gut. 48 Volt, 500 Watt Motor. Ich finde wirklich, das macht er sehr gut. Hat kaum Geschwindigkeit verloren. Die Lenkstange könnte ein bisschen höher sein. So, mal gucken, ob wir Glück haben mit der Ampel. Ja, diesmal darf ich absteigen. So, wir fahren nach Mondorf rein. Ich zeige euch einmal, wie ich hier auf dem Deck stehe. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie ich machen kann. Es bietet sich an, das hier so ein Bein nach vorne und ein Bein ziemlich weit hinten zu haben, weil man so dieses Balancing-Problem ein bisschen besser im Griff hat, was der Scooter hat. Denn so kann man einfach durch Körperbewegungen das Gerät so ein bisschen neigen, um dem entgegenzuwirken. Wie gesagt, also man gewöhnt sich doch recht fix daran, finde ich. Aber wenn man da Probleme hat mit dem Gleichgewicht, dann sollte man sich vielleicht doch einen anderen Scooter holen, weil da würde ich dann doch von abraten. Aber für mich überhaupt kein Problem. Ich bin ganz erstaunt, wie leise der ist. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, weil ich bisher immer so ein bisschen mehr Offroad gefahren bin damit. Hier darf man anstehen beim Bäcker für die Sonntagsbrötchen. So, hier geht's runter zur Fähre in Mondorf, zum Fähranleger. Ist eine Rheinfähre. Ja, es gibt drei Fahrstufen. Die eine Fahrstufe sind 10 km/h, dann gibt es noch 15 km/h. Braucht man beides nicht. Was man braucht, ist die Nummer 3 mit den 20 km/h bzw. 21 km/h. Das finde ich wirklich toll, dass der Hersteller die Toleranz hier ausgenutzt hat.
Da gibt es ja einige, die diesen Fehler machen, dass sie das nicht machen. Und da sind wir Deutschen natürlich immer enttäuscht. So, jetzt geht es hier ein bisschen den Berg hoch. Und da kommen diese Kopfsteinpflasterpassagen. In der Steigung hat er kaum Geschwindigkeit verloren. So, jetzt ist eine Sache eingetreten, die muss man auch erwähnen. Wenn so eine Unebenheiten kommt, dann verschluckt er sich manchmal. Dann gibt er plötzlich keinen Vortrieb mehr, das hatte ich gerade, aber nur bei der ersten Kopfsteinpflasterstelle. Sonst, ja, man hört natürlich die Federung arbeiten, aber klappern habe ich hier nichts gehört. Auch der, wie sagen viele, Leuchtturm hinten auf dem Schutzblech ist kein Nachteil, was das angeht. Ich weiß auch gar nicht, warum so viele Leute sagen, dass der so hässlich wäre. Ich finde da überhaupt nichts bei. Ist halt eine Art der Kennzeichenbefestigung. Ich mag auf jeden Fall diesen Scooter. Jetzt bin ich gleich auch gespannt, ob wir den Berg hochkommen. Ich rechne mir hier eigentlich ganz gute Chancen aus, dass das klappt. Jetzt wird es nochmal steiler. Oh, knapp, knapp, knapp. Aber er hat es geschafft. Zwar mit 3 km/h, aber er hat es geschafft. Sehr gut. Also ihr seht, der Motor, der hat schon ein bisschen Kraft. Gibt natürlich viele Scooter, die schaffen das besser. Aber es gibt eben auch viele, die schaffen es gar nicht. Und der Hildwey hat es geschafft. Man muss das ja immer in Relation zum Preis sehen. Ja? Ich fahre hier gerade mit einem Gerät, was keine 600 Euro kostet. So, vor mir die Brücke. Und jetzt kommt der Schotter. Ich finde, das geht auf jeden Fall hier. Und auch hier finde ich, dass die Vollgummireifen kein Nachteil sind. Im Gegenteil. Hier kann man jetzt alles mitnehmen, was es gibt. Aber hier gibt es gerade nicht so viel zu mitnehmen. Aber hier, ich fahre mal richtig schön durch die schlimmen Sachen durch. Hier, schöne lose Steine. Nehme ich alles mit, ist total egal. Vollgummireifen. Und das finde ich eine sehr interessante Kombination. So, gucken, wie ich hier durchkomme. IP-Schutz hat er nicht. Aber so ein bisschen Regen hält er auch aus. Wenn der Regen nicht zu stark ist. Hier nochmal schön voll durch. Kein Problem. Kopfsteinpflasterpassage, kein Problem. Hier so ein Absatz, kein Problem. Da habe ich gerade richtig die Federung gemerkt. Ich nehme den auch noch mit hier. Gut, manchmal macht es so Klong. Das ist, was immer da in der Federung für eine Feder drin ist. Dann hört man die halt. Aber angekommen ist bis bei mir nicht. Die Bodenwelle. Und hier fährt er auch schön schnell hoch. Also man sucht förmlich Straßenunebenheiten, um das Fahrwerk zu testen. Es macht einfach mega viel Spaß mit dem Gerät. Aber wenn man das nicht möchte, dann hat man auch ein sehr leises und komfortables Gerät. Ja, jetzt mache ich das doch mal.
Ich fahre kurz an eine Bank ran. Gut, ich kann den Roller jetzt tatsächlich nicht draußen stehen lassen, weil die ganzen Kameras dranhängen. Aber sonst würde ich das machen. Schlüssel ab und gut. So, mit frischem Bargeld geht's weiter. Wir haben übrigens noch 4 von 5 Balken und eine Spannung bei der Beschleunigung von 48, ich denke mal, wird sich gleich wieder ein bisschen erholen auf über 49 Volt. Jetzt haben wir wieder 5 Balken und über 49 Volt. Ja, Gullideckel sind quasi nicht zu spüren. Man hört nur manchmal das Fahrwerk, aber beim Fahrer kommt nichts an. Richtig cool. Ja, ich war übrigens sehr überrascht über den Erfolg meines ersten Unboxing-Videos vom Hitway. 4000 Aufrufe und am ersten Tag schon 2,5, also das habe ich nicht erwartet. Vielen Dank dafür. Da habe ich irgendwie alle Abonnenten noch mit aktivieren können von meinem Kanal. Freut mich natürlich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hatte vorab mit dem Michael gesprochen und der hat mir ja schon gesagt, dass er den gekauft hat. Und deswegen hatte ich überlegt, ob ich ihn mir überhaupt holen soll. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Hauptausschlaggebend war dann nochmal der 100-Euro-Coupon, weil ich mir gedacht habe, hey, Vollfederung und so. Für den Preis, das muss ich machen. Oh ja, gute Idee. Also, was sind wir jetzt gefahren? 7 Kilometer. Ich merke von diesem Problem mit der Lenkung wirklich kaum noch was. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Dennoch die Warnung, wenn ihr Gleichgewichtsprobleme habt, lieber nicht. Ist auf jeden Fall ein Scooter, der nicht so leichtgängig ist wie andere. Aber wenn man den beherrscht, dann hat man eine Menge Spaß. Ja, ein Scotex H20 konnte ich noch nicht probieren. Der soll ein bisschen leistungsstärkeren Motor haben. Dafür kostet er 200 Euro mehr, mindestens. Ich hoffe, dass ich da auch noch mal drauf fahren kann. Ist aber auf jeden Fall für mich überhaupt nicht von Interesse, das Gerät. Und wäre der Hitway so teuer wie der Scotex, dann hätte ich mir den jetzt auch nicht geholt. Also hier bei den Gullideckeln. Ich glaube, da brauchen wir was anderes. Machen wir einmal hier hoch und einmal hier runter. Machen wir mal so einen Kram hier. Weil wenn wir schon einen gefederten Scooter haben, dann wollen wir auch ein bisschen was zeigen. Ne? Ja, wenn der kaputt geht jetzt, ne, dann habe ich den vollen Verlust. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das passiert. So, ich fahre diesmal hier nicht links ab. Ich habe noch gerade eine Idee, was wir für einen Blödsinn damit machen können. Das hänge ich jetzt mal noch mit dran. Ich habe so ein bisschen mitkommentiert beim E-Scooter-Treff und so ein bisschen gegen diese Negativkommentare geredet von einigen Leuten. Weil ich finde, die irren sich einfach. Die haben das Gerät nicht, ne? Ich hab's. Ich weiß, wie er ist und ist geil. Hier, voll Kanne. Jetzt hier Wiese. Uah. Hier wollen wir vielleicht nicht hochkommen. Mach damit. Also hier solche Wege, gar kein Problem.
und man muss sich um nichts Sorgen machen, weil er hat die Vollgummireifen. Schauen, ob wir hier hochkommen. Ne, das ist dann doch ein bisschen viel. Ich wollte eigentlich oben noch auf dem Fußballplatz langfahren. Darauf müssen wir verzichten, aber die Federung ist wirklich so gut, dass hier sowas absolut kein Problem darstellt. Und das würde ich wirklich mit den allerwenigsten Scootern machen. Mit dem Legend, okay. Aber sonst würde ich sowas nicht machen. Auch beim Wizard hätte ich da schon Bedenken. Morgen. Auch hier bringt er mich hoch. Also Steigleistung, ja, da gibt es bessere. Das muss man definitiv sagen. Aber er hat jetzt jede Steigung geschafft auf der Strecke. Ne? Aber ich sag mal, die 20% Steigung, da wird er überfordert sein. Ja, da sind wir gleich zu Hause. Ja, das war die kleine Runde mit dem Hitway H5. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!